oder der vierten Folge unseres Indienaufenthalts. Und heute sind wir in Parashpatma, a nest for the physically challenged blooming buds. Bedeutet, es ist ein Heim für Kinder mit physischen Handicaps. Dieses Heim gibt es seit 2000 ungefähr, seit dem Jahre 2000. Und es wurde von dem Schwiegersohn von dem Shish-Inhaber gegründet. Vor 18 Jahren. Und heute haben wir ein Neujahrsfest. Und hier geht es darum, dass vor 4-5 Jahren die ersten Kinder hier sozusagen graduiert sind. Die haben dann hier seit 2000 bis 2012 circa haben die gelebt. Die haben 12 Jahre gelebt. Sind dann graduiert 2012, 2013 so die ersten. Und haben seitdem Familien aufgebaut, Firmen aufgebaut, ein Leben aus sich gemacht. Und die sind heute wiedergekommen und tauschen sich mit den anderen Kindern, den viel kleineren Kindern, die ja auch schon da sind, heute aus. Und es soll sozusagen ein Generationentreffen geben. Kommst du mit, Ani? Das ist hier der Schwiegersohn von Mr. Boab, der die Organisation gegründet hat. Wie ihr seht, wenn wir hier reinkommen, sehr schönes Gebäude. Das ist der indische Herkules, der wahrscheinlich dann Hindules heißt, der das ganze Gebäude trägt und für die Kinder ein Symbol ist, dass sie alles schaffen können, wenn sie sich für etwas einsetzen. So, ich gucke mal, ob ich mich hier durchdrängen kann. Motorrad und Kinder, das ist vielleicht keine gute Kombo, aber das läuft schon hier. Spielt keine Rolle. Also sehr schöner Innenhof, alles super schön dekoriert, sehr viele Bäume, so schön bunt. Alles voller Bäume, ein Baum integriert in das Haus. Auch von der anderen Seite ein Hindules oder eine Hinduli, das weiß ich noch nicht so richtig. Hier mit den Delfinen alles super schön integriert. Da hinten gibt es einen Spielplatz, die Kinder sind die ganze Zeit am Spielen, am Tollen. Die ganzen Familien sind da. Boah, ich dränge mich mal hier durch gerade. Oh, hallo, Kimunakchen. Und hier gibt es gleich riesiges Festessen für alle. Es wird auf großen Töpfen und auf großen Feuern wird ganz viel Essen präpariert. Ich sehe schon ungefähr 80 bis 90 hart gekochte Eier. Ich sehe kleine Wachtelschenkel, Zwiebeln, viele Zwiebeln, viel Koriander. In Indien ganz wichtig ist 5 Kilo Zwiebeln. 5 Kilo Zwiebeln. Die wichtigste Zutat im indischen Essen ist allerdings Zeit. Okay, jetzt zeigen wir mal, was die hier machen. Die haben nämlich, einerseits haben die Betten, sodass die Kinder hier schlafen können. Die haben Spielplätze und ganz viele coole Sachen, wo die Kinder interagieren können, einfach Zeit miteinander verbringen können. Die haben aber auch Physiotherapie. Die haben 3 feste Physiotherapeuten hier, die mit den Kindern alle physiotherapeutischen Maßnahmen machen, die notwendig sind in Bezug auf ihre körperlichen Behinderungen. Und die haben sogar vor einigen Jahren, hello, willkommen. Wir haben vor einigen Jahren ein Wasserbecken aufgebaut. Oh shit, jetzt wird's laut hier. Die haben vor einigen Jahren ein Wasserbecken aufgebaut, wo die Kinder Hydrotherapie machen können. Die werden hier also therapiert und können Wassertherapie machen. Das Becken sieht nicht ganz so sauber aus. Natürlich ganz andere hygienische Standards als bei uns in Deutschland. Aber fuck, die haben eine Lösung kreiert, weil Hydrotherapie ganz, ganz wichtig ist für die Kinder. Haben eine Lösung gemacht, haben es einfach selber gebaut. Haben sogar eine Seerose in der Mitte. Haben da hinten ein Boot schwimmen hinter der Seerose. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So entschuppt man in Indien einen Fisch. Wie bitte? Ah, genau, und so entschuppt man einen Fisch. Die Frauen machen schon den Fisch fertig. Also wir wollen hier heute eine kleine Party haben mit denen. Die freuen sich auf jeden Fall, dass die alten Graduierten wieder da sind, dass sie mit Kindern tauschen können. Was machst du? Du sollst den Arm länger. Ja, ich versuche, dass sie mich hören können. Naja, okay. Komische Folge, weil alles so ein bisschen laut und unruhig ist. Aber wir sehen uns bei der nächsten Folge morgen wieder. Bis dann, ciao.